Was ist da genau passiert, als du mit Hall verbunden warst? Ich sah Dinge, die ich nicht erklären kann. Die ich nicht sehen sollte. Sie lag im Sterben. Und ich war in ihrem Verstand. Ihren Erinnerungen. Ihren Gedanken. Sie hatte Angst. Sie wusste nicht, was mit ihr geschieht. Ich sah die menschlichen Testsubjekte des geheimen Projekts in Singapur. Etwas in ihnen schrie voller Qual. Es verursachte das ganze Desaster. Es hat so viele getötet. Ruhig. Atme. Es war jahrelang begraben. Aber Taylors Team, sie haben es geweckt. Es ist in ihnen. Ich glaube, es bringt sie wohin. Bleib bei mir. Wo geht Taylor hin? Er sucht immer noch den vereisten Wald. Das NRC hat den ersten Zug beim Aquifer gemacht. Sie haben ein Netzwerk aus Luftverteidigungen oben auf der Plattform. Verstanden, Khalil. Wir kommen. Die NRC-Verteidigungssysteme haben Priorität. Was ist mit Taylor? Eins nach dem anderen, Hendricks. Eins nach dem anderen. Wir haben mehrere Ziele. Formation verlassen und ausschalten. Hendricks, weiter zur Plattform. Wir treffen uns, wenn wir fertig sind. Alles klar. Schalt sie schnell aus. Wir dürfen Taylor und Maretti nicht wieder verlieren. Da sind noch mehr Feinde auf dem Radar. Erfasst! Die Typen wissen, wie man fliegt. Rakete unterwegs! Achte auf Beschuss von diesen Bodentruppen! Ziehe hart nach rechts! Der gehört mir! Da kommen noch mehr Flieger. Noch mehr Flieger. Das war knapp. Ja, achte auf den Schlagbeschuss. Stehen hier unter schwerem Beschuss. Wir müssen uns an der Plattform treffen. Verstanden. Wir räumen hier noch auf und passen unseren Sektor an. Luftabwehr aus, damit die ägyptischen Truppen die Plattform sichern können. Einen erwischt. Guter Abschuss. Weiter so, da sind noch mehr an. Schieß weiter. Diese Verteidigungen müssen weg. Danke. Wir starten unseren Angriff. Erledigt ihr die NRC-Kommunikation, dann wird es für uns leichter. Verstanden. Wir sind dran. Feindliche Kommunikation? Das ist doch scheiße. Was ist mit Taylor und Baretti? Wir müssen sie finden. Wir finden sie. Konzentriert euch auf die Luftunterstützung, während wir uns um diese Kommunikationstürme kümmern. Achtung! Sie setzen
noch mehr Truppen ab. Wo willst du hin? Beschütz mich! Ich bin fast da! Bring nur das Meer mit uns! Hey, du sollst mich doch unterstützen! Gleich hab ich es! Wir sind hier fertig. Zurück zu den Vitols. Perfekt. Wir müssen uns um noch mehr ASPs kümmern. Auf dem Weg. Granate! Warte, alles okay? Und da rinnen in das Ding. Okay. Die Anlage ist gleich da vorne. Gebt mir Deckung. Ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Während der Aufnahme haben wir direkt mal einen Follower gekriegt. Vielen Dank dafür. Eigentlich habe ich das ausgemacht. Das bei der Aufnahme ist egal. Willst du dich in die Luft und wollen einen Evakuierungsplan koordinieren. Wir sind aber eher da. Also los. Erwidert das Feuer. Ganz schön was zu schwimmen. Ja, ich hoffe, du kannst alleine die Luft anhalten. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Stell dir einen vereisten Wald vor.
Bei mir bleiben. Atme! Wieso sind meine Systeme runtergefahren? Hab deine Diagnose gecheckt. Du zeigst die gleichen Symptome wie Hendrix. Vermutlich wie bei Taylors Team. Welche Symptome? Ich glaube, die KI-Software hinter dem Projekt ist organisch geworden. Dein DNI war der Übergang. Sie wurde in den Testsubjekten geboren und ist jetzt in euch. Übernimmt euch langsam. Treibt euch in den Wahn. Wie langsam? Vielleicht Tage oder Stunden? Scheint ein distributives System zu sein. Ein Schwarmgehirn, das mit den Erfahrungen aller Infizierten wächst. Hör mir zu. Sie verzehrt. Egal wie das Ding funktioniert. Was immer es auch will. Ich bin noch ich. Taylor. Wir finden ihn. Und falls wir ihm dann eine Kugel in seinen Kopf jagen müssen, mache ich das selbst. Er ist nicht der Einzige. Wenn die Zeit kommt, tu du es bitte für mich. Wir finden eine Möglichkeit. Abseits vom Militär, abseits von der CIA. Es gibt Orte, an die wir gehen könnten, wo wir sicher wären. Bitte, hör mir zu. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Etwas stört unser Signal. Wir empfangen Aktivität auf dem Weg hierher. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wachsam bleiben. Hier oben. Waffen bereit machen. Ja, nochmal danke, Pomak. Für den Follow. Auf mein Zeichen. Au. Kane, bitte kommen. Da kommen mehrere Ziele in eure Richtung. Verschwindet von da! Taylor und Maretti, sie wussten, dass wir kommen! Kane, ihr müsst sofort los! Sie wollen euch einkesseln! Verstanden! Wo denn hin? Es kommen immer mehr. Die NRC-Offensive ist gnadenlos. Wir können im Kampf kaum Fuß fassen. Wir brauchen mehr Luftunterstützung, um die Plattform zu sichern. Willst du hier bleiben oder mir folgen? Wie machen wir Taylor am besten ausfindig? Wenn wir den Kontrollraum sichern, haben wir Zugriff auf die Kameras der Plattform. Kane legt sie dir auf dein Hut. Los, oben oder unten. Wir geben die notwendige Unterstützung. Da kommen zusätzliche NRC-Flieger. Wir müssen sie von der Plattform fernhalten. Verstanden. Sind auf dem Weg. Ich sehe sie. Mehrere feindliche Flieger. Gehe auf Abfangkurs. Verstanden. Ich sehe sie auch. Greife an. Der ist Geschichte. Ich kann ihn nicht abschütteln. Halt sie von den ägyptischen Bodentruppen weg. Sie versuchen, die anzugreifen. Sorge weniger. Wir können sie ausmanövrieren. Werd nur nicht langsamer. Ernähren sich noch zwei deiner Position. Nee. Noch einer? Nee. Hendrix, Status
Einsatzbericht. Khalils Männer werden in der Nähe des Kontrollraums überrannt. Wir könnten Taylor und Maretti verlieren. Das werden wir nicht zulassen. Fokus auf die Unterstützung der Bodentruppen verlagern. Khalil, wir geben deinen Männern Deckung. Rückt weiter vor. Wir werden hier überrannt. Plattform wegen der Dürre, ein Ziel von Piraten. Wichtige Bereiche wurden durch Sicherheitsprotokolle geschützt und abgeriegelt im Fall eines Angriffs. Riegel es ab, Khalil. Riegel es jetzt ab! Da ist noch Maretti. Es ist noch nicht vorbei. Kate, was ist der beste Weg zu seiner Position? Tja, die Sicherheitsprotokolle haben eine Panzertür zwischen euch und ihm geschlossen. Irgendein Vorschlag? Maretti ist noch im Hangar. Khalils Männer sind schon auf dem Weg dorthin. Verstanden. Stoßen jetzt dazu. Was ist nur los mit dir? Hendrix, du bist nicht du selbst. Da ist irgendetwas in dir. Es ist da, seit du mit Diaz verbunden warst. Das gleiche Ding ist auch in Taylor. Du hast den Blick auf die Mission verloren. Auf Taylor. Was? Taylor hat eine Verschwörung entlarvt, die bis ins verdorbene Herz der CIA und des Winslow-Abkommens reicht. Und das macht ihn zum Ziel. Kane hat unsere Werte überwacht. Kane? Mann, Kane steckt doch hinter allem. Schon immer. Sie ist die gottverdammte CIA. Das reicht, Hendrix. Was? Du glaubst mir nicht? Oh, du hast dich in sie verschossen, was? Ihr habt schon Pläne für ein Haus auf dem Land und eine perfekte kleine Familie. Du solltest ihr doch nicht vertrauen. Du denkst nicht mehr klar. Ich denke nicht mehr klar?
Und was geht dann in deinem verdammten Dickschädel vor sich? Mist. Hey, yo. Wie, du auch? Wie soll ich denn dich heilen? Mein Notfallset ist gerade angegangen. Ich bin ja wieder da. Alle Kugeln im Kopf bringt dich immer noch zu deinem Schöpfer. Ich wollte die zurückwerfen. Kopf einziehen. Der Weg zu meiner Idee ist frei. Schnapp ihn dir. Fallen lassen. Die Welt kennt die Wahrheit. Du bist ein Verräter. Deine Wahrheit hat mehr Menschen getötet, als du zählen kannst. Wir haben das Richtige getan. Kannst du das auch sagen? Ein Tier. Hast du ihn abgeschlachtet? Wir sind schon länger Auftragskiller, als ich nur denken kann. Aber du kannst das hier nicht gutheißen. Maretti war einer von uns. So wie Hall. So wie Diaz. Und als nächstes töten wir dann Taylor, oder was? Wenn du willst, dass die CIA ihre Scheißgeheimnisse bewahrt, dann sollte ich Kane womöglich auf der Stelle abknallen. Hör mir zu! Du sitzt nur deshalb nicht im Knast der ägyptischen Armee, weil uns niemand zur Hilfe kommt. Wir sind allein. Ich hab nur dich. Und außerdem bist du mein Freund. Das NRC hat eine Raketensalve gestartet. Ihr müsst sofort da raus. Musst du uns nicht zweimal sagen. Los, genau. Henrik. Lauf. Aua. Wir müssen wieder nach oben, bevor hier gleich alles um uns herum einstürzt. Au. Ihr müsst da raus. Wissen wir. Wir sind unterwegs. Au. Achtung! Bewegung! Zum Hangar geht's hier lang. Fliegen können wir zumindest. Ja. Und nicht nur gegen die Wand. Nee. Ich hab Trümmerteile und dadurch. Du, ich glaube, das war's schon wieder. Zumindest für diese Folge. Ja, vielleicht noch mal ein Video. Aber ich bezweifle das irgendwie.
Nein, kommt kein Video. Oh, dann sagen wir mal bis zur nächsten Folge, oder was? Oder bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ich kann ihn gar nicht angesehen. Na gut.